Machen wir eine Pause. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, beim Trainingslager. Ha. Wie habe ich... Egal. Alles okay. Das sieht aus wie Raptoren. Oh, süße Raptoren. Ich finde es gut, dass ich die nicht angreifen kann. Ich habe es natürlich nur ausprobiert, um zu gucken, ob ich sie angreifen kann. Sieh dir das an. Ja, lohnt sich ja gar nicht. Komm, raus hier. Okay. Was zum Teufel war das? Kann ich einen Stim kriegen, bitte? Geht nicht auf. Na egal, das waren Erfahrungspunkte. Alter, was für ein Gebiet, Wahnsinn.
sieht seltsam aus wie Ranken oder sowas in der Art. Wow! Kampfhähne! Ich brauch Hilfe! Ich brauch ein Stimm. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Was ist das, Kumpel? Ein Ravka. Ein Löffel! Das war's. Versuch das mal. Nicht übel, was? Ich fühle mich großartig. Das war's. Sieht aus wie neu. Fast. Die Klonkriege waren schließlich nicht als gestern. Haben wir gewonnen? Nein. Oh nein. Okay, ich kann da nicht einfach hochspringen und mich dann fangen. Ich hasse diese Dinger wie die Pest hier. Ah, danke, genau das wollte ich. Ich wollte den Fähigkeitspunkt noch kriegen. Ich will einen Jedi erschießen, mitten ins Gesicht. Ach das, ach so, jetzt verstehe ich das. Ah, ich brauche 3 Fähigkeitspunkte dafür, okay. Ach, dieser Kunde, nee, das ist aha. Ich könnte mir auch ein Reittier besorgen. Nein. Oh, sei froh, dass du nicht riechen kannst, BD. Durchnässte Grotte. Oh, das war gerade Glück. Sieh dir das an. Bin mal gespannt, was ich mir mit den Klumpen da kaufen kann. Ah, okay. Wow! Okay, das sind so diese komischen Verschlinger da.
Das sieht aus wie diese Dungeon Dragons Gegner, diese Augen. Oh, lass mich nur kurz durchatmen. Es muss einen Ausgang geben. Irgendwo. Wir sind schon länger hier. Tja. Oh, hast du Glück, dass ich dich nicht anziehen kann, ey. Diese Kreaturen wurden durch Blaster getötet. Oh oh. Gut, ich gehe mich jetzt erstmal heilen und dann gehe ich hier nochmal rein. Ja, oder ich mache jetzt mit der Story weiter erstmal, dass ich noch ein paar Sachen freischalte. Ich glaube, das ist vernünftiger. Weiter. Ach, guck mal, da steht ja jemand. Hallo. Hey, ich habe einen Vorschlag für dich. Bist du an der Chance deines Lebens interessiert? Vielleicht. Lass hören. Ein paar Typen sind in die Mine da drüben gegangen. Seitdem hat niemand mehr was von ihnen gehört. Das stimmt, kleiner Droide. Die Sache hat das Zeug zur Tragödie. Wie fast alles auf Kobo. Prospektoren haben nach Priorit gesucht. Die Mine ist voll mit dem Zeug. Aber diese Leute zu retten, das ist natürlich das Wichtigste. Ich sehe mir das mal an. Jetzt sind wir im Geschäft. Die Mine ist gleich da drüben. Kannst sie gar nicht verfehlen. Hast du diese verschwundenen Prospektoren schon gefunden? Ich arbeite noch dran. Komm schon, wir brauchen Antworten. Ja gut, jetzt habe ich ja doch einen Grund, da nochmal reinzugehen. Machen wir mal unsere erste Nebenquest fertig. Was für eine Kreatur lebt denn hier unten? Das sieht nicht gesund aus. Okay. Ah, warte mal, ich hole den Meditationskreis. Ich muss mich konzentrieren. Einfach wegen den Punkten. Genau. So. Diesen Brustkorb an. Meinst du, die Bedlam Raiders zahlen für Fossilien? Oh, Scheiße. Oh, nein. Das muss einer der verschollenen Prospektoren sein, Kumpel. Das sieht aus wie eine Arena. Das ist kein Rancor. Fuck, es ist ein Rancor. Oh, Scheiße. Oh, shit. Oh shit! Im Kampf nicht verfügbar, shit.
Ich wollte gerade sagen, ey, also. Nein, nein, nö, nada, never, nein, nö, da habe ich jetzt noch gar keine Chance. Nein. Verzichte, vielen Dank. Ich muss jetzt gerade nochmal hier an den Anfang zurück. Ich muss was ausprobieren. Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Warte, stopp, stopp! Verrostet, wie alles andere hier. Ah, guck mal, tatsächlich, da wo die, keine Ahnung, was das sind, wo die, diese seltsamen Fliegen sind, das ist, ist sammelbar. Gott, jetzt kann ich auch noch Pflanzen sammeln, ey. Gut, das wollte ich eigentlich ausprobieren, weil ich wusste, dass irgendwo am Anfang so eine Pflanze mit diesen seltsamen Fliegen da war. Brauchst gar nicht zu versuchen mit dem Ding da. Ach, eine Werkbank, sehr gut. Probieren wir einige andere Komponenten aus. Oh, weiß, geil. Lass uns die Gewichtsverteilung testen. Es funktioniert und sieht toll aus. Oh mein Gott, wie viel? Warum? Warum kann man so viel einstellen hier? Die weiße Klinge sieht cool aus. Geschafft. Ich freue mich, Grease wiederzusehen. Ist lange her. Vielleicht weiß er, wo die anderen sind. Sia war in der Vergangenheit gefangen. Marin ging auf Wanderschaft. Alte Geschichten. Wer ist der Fremde? Der sieht für mich nicht wie ein Raider aus. Schnell, mach irgendwas Nutzloses. Ganz ruhig. Wir wollen keinen Ärger. Wo ist die Kantina? Leicht da drüben, Neuankömmling. The fuck? Gar nicht verfehlen. Was?
Nein! Du hast wohl geglaubt, du könntest uns reinlegen. Das war doch alles so ein Missverständnis. Hey. Lass ihn los. Das wird nicht gehen. Dieses Ding verkaufte uns ein unbezahlbares Relikt. Den Schlüssel, den wir so lange gesucht haben. Aber natürlich ist er gefälscht! Ich hab ihn für echt gehalten, Ravis. Ganz ehrlich. Ich glaube dir. Doch solche Fehler dürfen nicht toleriert werden. Dies soll eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, die Bedlam Raiders hintergehen zu können. Tötet ihn. Oh nein, nein! Genug. Geht einfach. Ein Jedi. Zeigt unserem Freund hier, wieso seinesgleichen tot sein sollte. Oh, du bist lustig. Ich töte dich als letztes. Mal kämpfen wollt, dann nehmt ihr uns. Oh, welch Vergnügen, nach so vielen Jahren einen deiner Art in Aktion zu sehen. Edler Jedi-Ritter, wenn sie ihr Schwert zügeln, ziehe ich friedlich von dannen. Wir sehen uns. Das ist der Dumme. Das ist der Held, der sich gegen die Bedlam Raider gewehrt hat. Ah, mein Retter. Ja, schön. Lass gut sein, Turgel. Turgel? Komm schon her. Ja. Bist du Doma? Bin ich ja wohl. Wie heißt ihr? Jedi? Ich bin Kerl. Das ist BD1. Es wäre toll, wenn die Sache unter uns bleiben würde. Wir im Grenzgebiet überleben nur, weil wir zusammenhalten. Versteht ihr? Allerdings. Ihr hättet eben nicht eingreifen müssen. Dennoch habt ihr es. Ja, das habt ihr allerdings. Turgel, Schnauze. Wir bewahren euer Geheimnis. Cal. Ich bin sicher, wir beide können davon profitieren. Danke. Vergiss nicht, später in meinem Laden vorbeizuschauen. Mach ich. Oh, Cal, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass du mich gerettet hast. Gern geschehen. Und diese geschmeidigen Bewegungen, unglaublich. Wo hast du das gelernt?
Hatten wir uns nicht geeinigt, nicht darüber zu reden? Oh, ja, richtig, natürlich. Aber könntest du mir trotzdem mal ein paar Tricks beibringen? Ich will nicht, dass du dich selbst verletzt. Aber Doma sagt, das kann ich am besten. Hey Chase, servus. Ich glaube, das ist so ein Charakter wie in Gothic 1. Wie hieß er? Butt, Mutt, irgendwie sowas. Der NPC, der es herausforderte, dass man ihn in die Wildnis lockt und absticht. So, gibt's hier was zu sammeln? Ach komm, machen wir jetzt erstmal. Gehen wir da rein, dann geht die Quest weiter. Ich glaube, dann schalten wir hier auch neue Sachen frei. Ich gehe wieder raus. Ich will ja nicht bleiben. Ah, ein potenzieller Gast. Was darf sein? Nichts. Danke. Oh, das ist ein Fehler. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme. Haarig. Großmaul. Oh. Vertikal beschränkt? Los, komm raus, altes Haus. Die Luft ist rein. Ich sag dir, Monk, die Bedlam Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir bitte? Ah, Moment. Kerl, lass dich drücken, du Sohn eines Boglings. Wie lange ist's her? Ich hab dich vermisst, Kleiner. Hi. Lass mich dich ansehen. Oh, du siehst furchtbar aus. Ja, hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh, bei unserem letzten Job gab es etwas Ärger. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Oh, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch um. Skyro der Mantis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los, setz dich schon. Hör zu, Mann. Gib meinem Freund was Besonderes zu trinken. Erfrischungen! Ein Slippery Monk! Kommt sofort! Willkommen in Pylon Saloon! Die beste Absteige diesseits von Celtrus. Ja, so wie du es sagst, wird ihm nicht gerecht. Hier was zum Runterspülen! Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen, nachdem... Er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen. Von den Bedlam Raiders! Wir hatten schon das Vergnügen. Geht's dir gut, Grease? Oh, klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Hey, was ist der Mantis passiert? Oh, wir waren auf Coruscant. Infos für Sorgerera einholen. Es ging schief. Nur zwei von uns konnten fliehen. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher. Das Team getrennt hat, das ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Hast du mal wieder mit ihr gesprochen? Marin ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab Seer gemeint, Kleiner. Nein, ist eine Weile her. Du? Tja, ihre Kredits haben uns geholfen, den Laden zu eröffnen, aber hier war sie noch nicht. Sie ist sehr beschäftigt mit einem neuen, Projekt. Hey, Kerl, wieso entspannst du dich nicht etwas, bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten. Ah, wir sollten lieber schnell aufbrechen, wenn wir hier fertig sind. Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Den solltest du dir ansehen, Kleiner. In Ordnung. Danke, Grace.